So, einen wunderschönen guten Morgen. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe hier richtig gut gepennt. Die Nacht war ziemlich kurz und mein scheiß Wecker hat um 17:45 geklingelt. Nichtsdestotrotz, wir haben einen super geilen Ausblick, den muss ich euch unbedingt zeigen. Also ich muss echt sagen, da macht das Aufstehen auf jeden Fall Spaß. Und dafür, dass man hier nicht campen darf, schlafen hier echt viele Menschen. Also haben wir hier unsere Freunde von gestern und hier irgendwelche anderen Leute, die ihre Hängematte ja eigentlich abhängen sollten, aber die immer noch hängt. Also wenn der Ranger kommt, gibt es erstmal eins aufs Maul. Nach einer kleinen Tour, so von 2 Stündchen, ich habe es mir hier hinten jetzt gerade bequem gemacht, sind wir in Fingal Bay eingekommen. Da war ich nämlich schon mit der Tina und aua. ist nicht mein Tag heute. Und ja, hier war ich schon mit der Tina, aber der Ort, der ist einfach faszinierend. Von daher habe ich gesagt, da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal hin. Und ja, jetzt stehen wir ein bisschen am Strand für ein paar Stündchen, machen ein bisschen Blödsinn. Nice one. So, da quatscht man gerade einen an und dann darf man sofort mit angeln. Da ich gar keinen Plan davon habe, lasse ich Roman den Vortritt. Ich habe noch keine Ahnung. Der Herr zeigt uns, wie es funktioniert. Wenn man sich das genauer anguckt, sieht man die ganzen Fische in jeder Welle, die ankommt. Unglaublich, habe ich noch nie in meinem Leben gesehen, so viele Fische an der Küste. Ja, sind wir, glaube ich, schon erfolgreich geworden. Wow. Ja, Romanski, zeig uns, was du kannst. Jetzt zieh den. Ja, da haben wir ihn. That's crazy, man. Irgendwo da drüben ist er. Wir müssen jetzt auf jeden Fall dem Fisch folgen. Und da ist er. Hat ihn angeholt. Das ist unser Abendessen für heute. Ja, die Schweinerei wird dann später veranstaltet. Salz und Pfeffer wird noch geholt und dann geht's mit dem leckeren Fisch auf den Grill. Geil! Wir haben unsere Rest Area gefunden für den Nachmittag. Nachdem wir das schöne Fischchen gefangen haben, haben wir uns entschlossen, das jetzt so schnell wie möglich zu filetieren. Ich mache mich da jetzt gleich an die Arbeit. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich habe es noch nie gemacht. Ja, so sieht's aus. Das ist Mambo Wetlands, nennt sich das hier. Ist ungefähr 10 Minuten südlich von Port Stevens. So, heute die Kochstunde mit Michael und kommentiert von mir, dem Roman. Ja. Nachdem wir den Fisch gefangen haben, sind wir jetzt nun dran, den auszunehmen und ordentlich zuzubereiten. Also hier liegt er schon mal. Ich habe keine Ahnung, ich mache das jetzt so. Ich schneide den Schwanz ab, ich schneide den Kopf ab. Das bedeutet, ich werde nur dieses kleine Stück bearbeiten, was wir dann später essen. Ne? Ehrlich? Ich würde den Bauch aufschneiden und dann das Zeug rausnehmen, genau, und dann einfach Kopf und Schwanzfloss dran lassen und nachdem es gegart ist, rausreißen. Also so habe ich es mit der Forelle gemacht. So haben wir es mit Forellen gemacht. Okay, das heißt, ich mache jetzt erstmal die Gräten ab, ne? Ja. Achso, was ist das eigentlich für ein Fisch? Du hast doch gegoogelt, beziehungsweise. Der Mullet anscheinend, Mulletfisch. Okay. Weiß auch nicht, kenne ich jetzt keinen deutschen Namen dafür, muss ich ehrlich sagen. Ich auch nicht. Ja, ob das richtig war oder nicht, ich habe keine Ahnung. Ja, so sieht das Ding jetzt aus. Ich habe das jetzt ausgenommen und komplett von den Gräten befreit. Ich packe das jetzt ein in Alufolie und ja, dazu gibt es dann halt Brot und ist das erste Mal. Also wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, wie es vernünftiger geht oder ihr mehr Erfahrung habt, schreibt es unten in die Kommentare. Ich werde es mir durchlesen und darauf antworten auf jeden Fall. Und ja, jetzt geht's auf die Platte. Die ist schon warm.
8 Stück aus, wenn es fertig ist. Ja, ob es schmeckt, werde ich euch gleich verraten. Ja, ist sehr gut. Bisschen chewy, aber schmeckt wie ein Fisch. Ja. So, Freunde, das war unser zweiter Tag unserer Ostertour. Ich hänge jetzt bei mir im Zelt, ziehe mir jetzt noch ein bisschen Fußball rein, denn mein Club spielt jetzt gleich. Wird schon ziemlich lustig und ich wünsche euch eine gute Nacht. Wir sehen uns morgen. Also, bis dann. Ciao.